Ich glaube, wir haben einige Erkenntnisse über die Spiele gewinnen können. Grundsätzlich war es für die Jungs einfach erstmal schön, wieder Wettkämpfe zu haben. Zum Überlegen, das waren die ersten beiden Testspiele nach jetzt 5 Monaten Pause. Und da haben die Jungs einfach Bock drauf gehabt, nochmal gegen ein anderes Trikot zu spielen und einfach nochmal diesen Wettkampf, diesen Handballsport einfach betreiben zu können. Ich glaube, wir haben gute Phasen gesehen. Wir haben gesehen, dass wir gegen den BRC auch rein ergebnistechnisch gute Sequenzen hatten, auch gegen Ferndorf, da bis zum 15-10 sicherlich auch sehr gute Sequenzen gehabt haben. Summarisch muss man halt sagen, dass unseren Jungs einfach hinten raus ein bisschen Körner gefehlt haben. Haben ja auch 1-2 angeschlagene Spieler, ja, leider Gottes mehr als 1-2, Pause gegeben, sodass über die gesamte Spieldauer und über das gesamte Wochenende es einfach auch sehr hart war für die Jungs, das dann final auch durchzubringen. Das ist aber auch jetzt aktuell noch gar nicht entscheidend. Die Wege der Mannschaften sind ja sehr unterschiedlich jetzt in dieser Vorbereitung. Für uns waren es gute Erkenntnisse. Wir haben Abwehrarbeit im Vordergrund gehabt. Da, wenn wir in der Positionsabwehr waren, haben wir gute Sachen schon gemacht. Können wir weiter verfeinern, werden wir diese Woche auch noch im Fokus haben und dann geht die Vorbereitung peu à peu weiter. Wir haben weiter unsere Deckungsarbeit im Fokus, sowohl im 6-0 als auch in möglichen Alternativsystemen, die wir uns gerade bauen. Wir sprechen auch schon dann mal hier und da über Angriff- oder Gegenstoßsituationen, aber nicht so detailliert wie über Defensive. Da wollen wir einfach weiter fester werden und Fuß fassen. Und dann wollen wir den Jungs einfach Spielzeit geben. Wettkampf ist nochmal was anderes als Training. Wettkampfhärte ist einfach auch nochmal anders als nur im Training. Und von daher, da müssen die Jungs einfach auch Minuten bekommen, Eiszeit haben, sodass sie da Schritte nach vorne gehen. Ja, mein Wohnzimmer ist jetzt die Westpress Arena, voll und ganz. Sicherlich ist es interessant. Gut, gerade wenn man die Leute halt alle kennt, also die Spieler. Ich habe jetzt sehr viele Jahre mit den Jungs gearbeitet. Da freut man sich auch, Leute wieder zu treffen. Das ist ja auch das Schöne in der Handballwelt, dass sie klein ist und dass man eigentlich auch gute Kontakte zu den Leuten pflegt. Von daher haben wir uns natürlich ein anderes Ergebnisfinal vorgestellt, wobei es erklärbar ist, wie das zustande gekommen ist. Aber letzten Endes war das jetzt als Freundschaftsspiel, war das okay. Ich habe da den Fokus auf unseren Jungs und da ist es halt auch mitgetan. Markus Fuchs hat Probleme am Knie, den haben wir diese Woche rausgenommen. Südi, also Sören Südmeier, weiterhin mit der Schulter, sodass wir ihn da auch diese Woche noch nicht vollends belasten, also auch in die Spiele nicht mitnehmen. Fabi Hüßmann hat eine leichte Zerrung im Oberschenkel, den werden wir diese Woche auch noch nicht sehen. Alex Robinho hatte Probleme am Knie, den hoffen wir am Wochenende wieder begrüßen zu dürfen. Und das sind jetzt erstmal die Dinge, die wirklich ausschlaggebend sind. Die anderen Jungs sollten wir alle am Freitag und Samstag einsetzen können, also die übrig sind.